Leute, so sieht sein Ergebnis aus. Die Dusche habe ich leider noch nie geschafft einzubauen. Aber wie ihr sehen könnt, Pool ist alles soweit fertig. Außer jetzt hier noch die eine grüne Umrandung, die muss ich noch dran machen. Ein Stehtisch, mein schöner. Etwas Ostseesand. Naja, meine Terrasse, wo ich jetzt schön sitzen tue. Und jetzt kann der restliche August noch kommen. Oder die restliche Juliwoche. Wie gesagt, die Dauer war ungefähr, naja, 4,5 Wochen. Also sagen wir mal 1,5, 2 Monate. Filteranlage tut auch seinen Dienst wunderbar, die mit dabei war. Wo ich gedacht hätte, die wird es wohl nicht schaffen. Die ist aber wirklich top. So sieht's aus. Wenn ihr Fragen habt wegen Nachbauen oder sonst irgendwas, könnt ihr gerne noch stellen. Und dann schicke ich euch noch ein paar Daten zu. Aber soweit erstmal. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt könnt ihr sehen, Sand ist abgezogen. Alles gerade, alles noch ein bisschen festgestampft. Und jetzt kommt die blaue Folie rein. Und dann kommt das Vlies noch drauf. Dann haben wir die Unterschiene zusammengebaut, aufgelegt und dann Stahlwand stellen. Dann geht's weiter. So, Kollegen. Stahlwand steht. Die Folie habt ihr gesehen. Die blaue von dem alten Pool, was ich gesagt habe, 15 mm, liegt unten drunter. Ich wollte das eigentlich filmen. In der Stahlwand aufstellen, aber das ging jetzt ein bisschen blitzblatz. Danke ich auch meinen Nachbarn und seinem Bruder, dass der das so tatkräftig jetzt mitgeholfen hat. Wir mussten die Schiene noch mal um 4,5 cm kürzen unten, weil es nicht gereicht hat. Ja, und jetzt könnt ihr sehen, das Vlies liegt drin. Und das Vlies werde ich jetzt über die Poolschiene anlegen und dann ankleben. Es gibt extra noch mal eine Sicherheit. Manche machen das Sand oder Styropor. Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. So, morgen soll es ja richtig schön warm werden, 30 Grad. Ich denke mal, dann wird Folie eingehangen. Und dann mache ich dann auch wieder ein Video. Und wenn das die Folie drin ist, lasse ich erstmal Wasser ein. Ob bloß so 1000 bis 2000 Liter, was dort man Bodenbedecken tut, damit man die Folie richtig straffen kann. Was ihr auf alle Fälle bei dem Pool immer beachten solltet, bei dem Stahlwandpool, seht ihr dort die Ausstanzung. Das ist von Skimmer. Die sollte in die Richtung von eurer Poolpumpe zeigen. Ich habe da drüben jetzt noch Ausstanzung für meine Gegenstromanlage. Das werde ich aber dann nächste Woche, also beim nächsten Video machen, wie die angeschlossen wird. Naja, auf alle Fälle ist noch eine Menge Arbeit. Und mir kommt jetzt zugute, aber dass ich jetzt den ganzen Kies, Sand habe, weil damit kommt hier die ganze Magerbetonunterfüllung. Ihr könnt aber genau sehen, wie gesagt schon, ihr müsst keine Mauer bauen. Na, meine Vorstandermontage, was ich gemacht habe, funktioniert tipptopp. Pool liegt ordentlich an. Ich brauche nicht mal Schraubzwingen. Alles tippi. So. Und morgen jetzt weiter. Ah. Grüße bis dahin. So, Bodenvlies ist ausgelegt. Mit 5 cm Überlappung am Rand. Ringsrum. Alle Steine raus.
Und jetzt kommt die Folie rein. Und dann kommt das nächste Video. So, die Poolfolie ist drin. Das ist äußerst kompliziert. Ihr habt auf der Poolfolie ist die zusammengenäht oder zusammengeklebt in der Mitte. Und wenn ihr die Mitte nicht einhaltet, verschiebt die sich und dann habt ihr die übelsten Falten drinnen. Das ist das, was die mit Falten meinen. Deswegen müsst ihr wirklich von links nach rechts ausmessen. Bei mir sind das ja die 3 Meter. Mitte 1,50 habe ich gemessen. Hier ist Mitte. Hier ist Ordinat. Und dann sieht das passend aus. So, dass das jetzt noch ein bisschen hier spannend, das ist normal. Das steht auch so in der Beschreibung drin. Sollte aber soweit jetzt eigentlich alles fertig sein zum Füllen. So, lassen wir Wasser rein. Wir lassen Wasser rein. Tja, Leute, mal so im Stand noch 4 Stunden Wasser einlassen. Wir sehen, dann hat sich die Folie komplett geglättet. Was stand so alles eben? Selbst auf dem Boden. Und ich müsste jetzt so knapp, naja, 4.500-5.000 Liter drin haben. Da fehlt schon noch eine Menge. Aber das Gute ist, wie gesagt, die Folie komplett all glatt geworden. An die Wände alles 1A. Vorarbeit ist wirklich das A und O. Morgen geht's los mit Magerbeton in der Füllung. Wie gesagt, mein Glück ist, dass ich Kiesboden hatte. Und den kann ich natürlich jetzt gleich nehmen. 1:8 gemischt und gib ihm. Jetzt fülle ich mal noch bis ungefähr 60 cm. Da wird es wohl dann so um 11, 12 sein. Und dann ist erstmal gut. Morgen geht's weiter. So Leute, kurzer Bauvorschritt. Ist dann schon wieder ein bisschen dunkel. Magerbeton in der Füllung gemacht. Größtenteils ringsrum. Morgen kommt restliche Schalung. Und dann kommt hier hinten noch die Sonnenterrasse. Geil. Auf alle Fälle Wasser steht. Alles in Waage. Sieht gut aus. Material wird ein bisschen enger. Hat ziemlich ganz schön drastisch abgenommen. Aber naja. Auf alle Fälle morgen geht's weiter. Morgen sollte aber dann Wasserstand komplett bis oben sein. Leute, mal kurzer Zwischenstand. Schalung, alles gesetzt. Fast fertig. Hier kommt Terrasse hin. Morgen ist bloß noch Magerbetonhintersetzung machen. Außenschalung. Und dann restlichen Außenerdarbeiten. Also ich denke mal, dass ich bis Sonntag fertig bin. Am Sonntag sind sie wieder 31 Grad werden. Juhu! So, Schalung. Noch bis rum. Und dann sollte das soweit erstmal fertig sein. Narben zusammen. So, wie ihr sehen könnt. Wasser alles drin. Also nicht ganz. Ich musste nochmal ablassen. Poolleiter ist aber komplett drin.
Mit Einkerbung für Bierflasche, haha. Magerbrocken steht. Und Sonnenterrasse ist soweit auch fertig. Ich musste nochmal Wasser ablassen. Aus dem einfachen Grund, diese Dichtung, die mitgeliefert worden ist, total undicht. Hat überhaupt nie funktioniert. Kam ein ganz kleines Rinnsal unten immer raus. Und wenn ihr das nicht beachten tut, dann läuft das an der Poolwand runter und tut das natürlich irgendwann mal richtig unterspülen. Egal, ob das bloß ein ganz kleines Rinnsal ist, aber das ist schon verheerend. Also da wirklich bei sowas aufpassen und richtig, am besten holt euch nochmal zwei extra Dichtungen. So. Jetzt muss ich noch bis morgen warten, dass es ausgehärtet ist. Und dann aber passt das soweit. Ja. Morgen kommt dann noch die restliche Verkleidung alles dran. Die Steine noch schneiden. Und dann Gras raushauen. Sehen, dass das alles Rasen wird. So sieht's aus. Abschluss vom Pool. Bau. Tja, ich hänge am Ende noch von dem ganzen Video Fotos dran, von der ganzen Beschreibung, was ich alles noch da habe dazu. Und wie es am Ende dann richtig fertig ist oder aussieht. Bis dahin. Tschüss. So Leute, jetzt könnt ihr mal die Schalung, also Umrandung sehen, die habe ich jetzt auf der ersten Seite komplett fertig, ist richtig geil geworden, hätte ich nie gedacht. Und ich tue das aber nicht fließen, sondern ich mache Rasenteppich drauf, der hält locker 3-4 Jahre, wenn nicht sogar länger. Cool, absolut geil, klar, Folie alles super straff und hier geht es morgen weiter. So, wenn das fertig ist, dann ist eigentlich nur noch ein bisschen Erdarbeiten. Alles in allen zeitmäßig bis jetzt von Anfang buddeln bis heutigen Stand 4 Wochen. Also das müsst ihr einplanen, ohne Backer, ohne gar nichts. Und wenn ihr alles alleine macht. So ist der Stand. Und so sieht's aus. Das muss noch weg. Der ganze Mist hier, das ist die restliche Erde, was jetzt noch alles da ist, ein Kies. Aber das vertut sich auch noch. Juhu! Mahlzeit. So, die Poolumrandung ist fertig. Jetzt nur noch grünen Teppich drauf und dann habe ich aber heute noch was gebaut. Tara! Ein Strandoasentisch. Mit Schnapsglashalter. Den werde ich mit genießen. Mal Prost, ne? Supi!